Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir begrüßen euch heute am Mittwoch, den 12. Dezember, und wir haben es 8:30. Ich nehme euch heute wieder mit durch den Tag, und wenn ihr Lust darauf habt, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und bleibt doch einfach dran. Ja, wir haben es, wie gesagt, 8:30. Meine Schwester kommt jetzt gleich zum Frühstück. Ich habe auch schon alles vorbereitet. Da freue ich mich schon drauf. Feline taumelt hier rum und spielt. Ja, und den Tisch habe ich, wie gesagt, schon gedeckt. Das ist alles da. Der Kaffee ist gekocht. Ich habe ihr hier so ein bisschen was hingelegt. Einfach so. Schaut mal, kennt ihr das aus der Höhle der Löwen? Das sind diese Mini-Inhalator-Dinger für freies Atmen und erfrischenden, wohltuenden Flair. Das ist für Kopfschmerzen und Migräne, Übelkeit. Das kann man sich so in die Nase stecken. Ja, und dann einfach so noch ein bisschen was. Ja, ich habe meinen Adventskranz auch an. Der ist ja dieses Jahr sehr spartanisch ausgefallen. Aber gut, besser als nichts. So, und Felines Outfit kann ich euch auch mal zeigen. Schaut euch das mal an. Oh, ist das nicht süß? Und Feline lässt zum ersten Mal, ich bin ganz froh, schaut mal, ihren Zopf drin. Juhu! Ansonsten würde ich sagen, wir warten einfach auf meine Schwester. Und, ach so, das kann ich euch ja auch zeigen. Ihr wisst, glaube ich, dass ich einen Adventskalender von Glossybox geschenkt bekommen habe von meiner Schwester. Der ist richtig teuer gewesen, also das hätte sie echt nicht machen müssen. Auf jeden Fall Türchen Nummer 12 heute war dieses Produkt hier. Das ist von Bella Pierre Cosmetics, ein Kiss-Proof Finish. Also das ist dieser durchsichtige Lipgloss hier. Und ich weiß nicht genau, ob das so ein Finish ist, dass der den so kussecht macht. Weil das mag ich überhaupt nicht, wenn man den Lippenstift nicht mehr abkriegt oder schwer. Oder ob das einfach nur so ein durchsichtiges Finish ist. Muss ich mal gucken. Feedback zum Kalender kann ich euch später geben. Bis jetzt. Ich werde jetzt erstmal warten, bis meine Schwester kommt. So, das Schlachtfeld ist eröffnet. Wir sind fertig mit Frühstücken. Und die beschäftigt sich jetzt natürlich mit ihrer Lieblingsnichte. Hier. Zu guten Morgen sagen oder so. Guten Morgen. Ja, ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Und den werde ich jetzt genießen, trinken und meinen beiden Lieblingsmenschen zugucken. Ein Feedback zu diesem Glossybox Adventskalender, der mega teuer ist. Leute, der kostet 120 Euro, glaube ich. 140 Euro. Ich habe den geschenkt bekommen. Ich habe auch gesagt, meine Schwester hat den Dachschaden schlechthin. Der ist super geil aufgebaut. Der ist super schön. Das war's auch schon. Aber bis jetzt, wir haben jetzt 12 Türchen aufgemacht, Leute. Hier, Schatz. Und es war noch kein Türchen dabei. Korrigiere mich, wo ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, boah, bam. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin bis jetzt auch wirklich enttäuscht von den Produkten. Und der Warenwert soll wie viel sein? 450. 450 Euro. Eine Gesichtsmaske, wo ich mir so denke, what the hell? Ich will geile Lidschatten, yes. Ich will geile Highlighter oder so, wisst ihr, wie ich meine? Also, Entschuldigung, wir sind jetzt schon bei der Hälfte und ist jetzt nicht so. Ich habe zum Beispiel hier den Adventskalender von Dennis, den hat meine Schwester ihm geschenkt. Leute, der ist so geil, Dennis geht so ab auf diesen Adventskalender. Der ist von Lind und da ist diese Hello-Schokolade drin. Und Dennis schwärmt da wirklich in einer Tour von. Also sollte man sich wirklich überlegen, ob man da nicht so einen Kalender wirklich schenkt. Ich hab euch den, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ne? Also Aufmachung ist wirklich fantastisch, kann man nicht anders sagen. Aber ja, das war es auch schon. Ne? Schaut mal, also das ist wirklich toll. Ich glaube, das Teuerste an dem Kalender war die Aufmachung. Ja, die Erstellung. Ja, glaube ich auch. Weil das ist magnetisch hier. Aber naja. So, meine Schwester ist jetzt weg, es ist 11:15. Und wir hatten eine super schöne Zeit zusammen. Das tat einfach nur unglaublich gut. Wir haben so ein bisschen geschnackt. Sie hat viel mit Feline gespielt. Und jetzt mache ich quasi ein bisschen Haushalt. Ich werde aber erst ein bisschen am PC gehen. Feline schläft seit einer halben Stunde. Und dann kommt heute Nachmittag mein Einkauf von Rewe. Ich habe nochmal spontan bestellt. Ich war gestern einkaufen und habe einiges vergessen. Schaut mal, ich habe mir ein neues Buch geholt. Inspiriert hat mich dazu meine liebe Vika, meine Freundin. Die wollte das auch mal lesen. Und zwar Das Leben ist zu kurz von Alexandra Reinwart. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich zeige euch mal kurz hier hinten, worum es geht. Und dann könntet ihr ja einmal auf Pause machen und euch das durchlesen. Im Groben und Ganzen geht es darum, stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr. Ein Selbstversuch, der dein Leben verbessern wird. Ja, und ich möchte das unbedingt jetzt anfangen zu lesen und ich bin wirklich sehr gespannt. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere von euch, dann könnt ihr mir mal gerne Bescheid sagen.
oder schreiben. Nicht spoilern, nur erzählen. Ja, ansonsten fragen natürlich auch viele zu Recht, was mit meinen Fingernägeln passiert ist. Ich muss dazu sagen, seit den USA habe ich die ja nicht mehr. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Das ist die einfachste und realistischste Aussage ever. Sie sind einfach alle abgegangen. Ich habe sie abgemacht, weil ich keine Zeit hatte. Ich kann das nur am Wochenende machen und auch da hatte ich bis jetzt keine Zeit. Ist leider Realität. Ich hoffe sehr, dass ich bald wieder hin kann, um sie mir machen zu lassen, denn ich vermisse es sehr. Außerdem finde ich es gepflegter, wenn die gemacht sind, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe echt keine guten Fingernägel. Feline ist aus dem Mittagsschlaf erwacht. Somit kann ich jetzt anfangen, die Küche sauber zu machen und so weiter. Aber erstmal gibt es jetzt Mittag... Ich dachte gerade, Feline hat noch einmal gerufen. Erstmal gibt es jetzt Mittagessen für Feline. Ich hatte gestern so eine... Was war das? So einen kleinen Eintopf gemacht mit Nudeln und Karotte und Fleisch und so weiter. Und das bereite ich jetzt einfach in eine Schüssel. Ich höre schon, sie kommt. Mach ihr das warm. Sie ist momentan sehr schlecht. Was heißt sehr schlecht? Also sie ist jetzt nicht so mega gut wie sonst. Aber das ist ja nicht so schlimm. Diese Phasen hat ja jeder mal oder jedes Kind irgendwie mal. Da mache ich mir jetzt nicht so den Kopf. Wenn sie Hunger hat, dann isst sie auf jeden Fall. Ach so, was mir gerade noch einfällt. Heute Nachmittag kommt ja meine Rewe-Bestellung. Und ich habe euch ja gefragt, wie ich diese blöden Einbrennungssachen da, oh Gott, auf dem Herd loswerden kann. Und haben ganz viele gesagt, Ceran-Schaber habe ich, bringt nichts. Aber von Dr. Beckmann den Ceran-Feldreiniger oder so weiter. Und den habe ich bestellt mit oder gekauft. Der kommt heute und dann machen wir auf jeden Fall den Live-Test. Meine Mama hat übrigens Feline so einen mega coolen Weihnachtsmann mitgebracht. Der ist übrigens fast genauso groß wie sie. Wir spielen übrigens gerade und der hat hier so eine Feder drin. Ah, Feline nimmt gerade meine Kamera. Und auf jeden Fall, ups. Schaut mal, wenn der steht, dann wackelt der so, weil da so eine Feder drin ist. Und Feline liebt den. Übrigens haben sich spontan meine Eltern angekündigt. Da freue ich mich riesig drauf. Deswegen werde ich jetzt gleich die Kamera natürlich nicht mehr anmachen. Also vielleicht danach noch, denke ich mal. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon so viel gefilmt habe heute. Aber mit Felines Schnupfen, da können wir auch nicht viel machen heute. Aber so ein normaler Mama-Alltag ist ja auch mal ganz schön. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst, falls wir uns erst später wiedersehen. Ja, meine Lieben, meine Eltern sind jetzt weg. Und Rewe war gerade da. Und hier liegen jetzt die ganzen Sachen verteilt, weil Feline hat schon angefangen auszuräumen. Allerdings haben wir das hier noch liegen. Und das werde ich gleich mal mit euch zusammen benutzen. Ich bin gespannt. Mein Herz sieht wirklich ganz, ganz schlimm aus. Ich habe aber auch extra jetzt nichts gemacht und werde mal gleich gucken, wie der so ist. Ansonsten habe ich diesmal wirklich kaum Lebensmittel bestellt oder gar nicht, glaube ich, bis auf die Maisstangen für Feline. Ich habe einfach mal ja die Müllsäcke, die ich gestern vergessen hatte zu bestellen, zu kaufen, bestellt und dann ganz viel Windeln, Feuchttücher, Putzsachen. Ja, und das werde ich jetzt erstmal verräumen. Ich habe übrigens diese WC-Frischdinger immer. Leute, boah, wenn ich das schon wieder rieche, ne? Frische Toiletten sind sowieso ein Muss, aber wenn die dann noch so richtig gut riechen und frisch, kann ich euch die wirklich empfehlen. Also die machen das Wasser auch blau, finde ich zum Beispiel auch ultra cool. Ist ein Gimmick, was man jetzt nicht braucht, aber ich schon. Und jetzt habe ich mal dies hier benutzt, gekauft. Das sind diese hier mit dem Duftkick für jede Spülung. Urlaubsträume, Hawaii-Sensation. Da hätte sich meine Oma auch an den Kopf gefasst, wenn ich erzählt hätte, ich habe eine Hawaii-Edition in meinem Klo. Naja, gut. Windeln haben wir momentan gerne die Pampers Pants, weil Feline gar keine Lust auf Wickeln hat. Und das geht dann super schnell und super gut. Gucke ich mal gerade, was ich günstigen Windeln ausprobieren. Also quasi die Rewe-Windeln. Ich habe schon alle Eigenmarken durch. Aber Rewe noch nicht. Feuchttücher bin ich sehr, sehr offen für. Allerdings finde ich die vom Netto mit am besten. Und Baby Dream. Jetzt habe ich mal die wieder von Rewe genommen. Kenne ich auch noch nicht. Und WC Ente Frisch in Marine. Ja. So, jetzt packe ich mal gerade alles. Was macht mein Kind da schon wieder? Oh. Ich packe jetzt mal alles gerade hier in den Schrank rein. Die ganzen Feuchttücher. Mein Vorrat ein bisschen auffüllen. So.
So. Mensch, da habe ich aber ordentlich zugeschlagen. Ups. Oh, oh nein. Oh. Packe ich die jetzt hin? Hier. Ich mache jetzt extra mal mein Ceranfeld nicht sauber. Und ihr seht, diese Einbrennungen, die habe ich mit Hängen und Würgen nicht wegbekommen. Und ich bin jetzt mal gespannt. Also, vorher. Und wie benutze ich das jetzt? Schwamm anfeuchten und mehrmals über den Stein reiben. Oh, das riecht mega gut und ist ein bisschen rosa. Also es riecht schon mal wirklich sehr angenehm. So, ich mache jetzt mal extra nur eine. Okay, Leute, Live-Test. Oh. Ja, da kommt schon richtig viel direkt mit raus. Das ist noch lange nicht weg. Oder ist das überhaupt besser? Okay, ich schrubbe noch mal ein bisschen und dann hole ich euch wieder. So Leute, ich bin irgendwie so leicht angenervt. Jetzt guckt euch das mal an. Nach 10 Minuten Schrubben, wie blöd. Also ich habe jetzt nur diesen unteren linken Bereich gemacht. Natürlich ist es schon viel besser, aber was ist denn hiermit? Warum kriege ich das nicht weg? Ich meine, selbst mit einem Schaber mache ich das ganz vorsichtig, aber es geht einfach nicht weg. Und alleine hier solche kleinen Dinger, ne? Ey, da sitze ich dran, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, alleine schon diese Verpackung, guckt mal bitte, was das für eine Verarsche ist. Warum macht man die denn halb voll und verkauft die so? Oh Gott. Natürlich ist es besser, aber ich glaube, das hätte ich mit einem normalen Putzmittel auch hinbekommen, oder? Ich meine, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, ne? Ich verwende beide Seiten, aber... Also für mich voll nicht befriedigend irgendwie. So, und das ist jetzt das Ergebnis nach einer halben Stunde. Schrubben wie blöd. Ich meine, na klar, man sieht natürlich einen Unterschied wie Tag und Nacht. Aber es ist noch lange nicht, dass es mir gefällt. Also es nervt mich auch tierisch. Guckt mal, es ist hier überall noch. Und man spürt das richtig mit dem Finger. Und ja, was das hier ist, weiß ich auch nicht. Ach, es nervt mich einfach. Also es ist natürlich okay, aber ja... Ich weiß es nicht. Entschuldigt, ich sehe gerade ein bisschen orange aus. Das liegt aber an meinem Küchenlicht. Ich würde mich dann jetzt aus dem Vlog verabschieden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da. Ihr wisst, wir lieben euch. Also passt auf euch auf, weil wir tun es auch. Bis zu unserem nächsten Video. Bis dahin. Bye, bye.